Ja, rechtzeitig vorm Saisonstart steht bei mir Josef Scherfi vom Oberligisten VfR Vicheln. Herr Scherfi, Sie haben 5 Wochen Vorbereitungen jetzt hinter sich zur neuen Saison. Ihre ersten Erkenntnisse vom neuen Kader? Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir haben gut gearbeitet in den letzten 5 Wochen. Wir haben sehr viel an unserer Fitness gearbeitet, sind jetzt in dem Bereich, wo wir an Feinheiten arbeiten müssen. Taktische Dinge, aber im ganzen, Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Ablauf. Die Neuzugänge sind sehr gut integriert und ich denke, dass sie uns auch alle verstärken werden. Sie haben in der vergangenen Saison eine der erfolgreichsten Spielzeiten vom VfR Vicheln gehabt. Ist das überhaupt noch zu toppen? Ja, versuchen wollen wir es. Wenn es auch mit Sicherheit schwieriger wird im zweiten Jahr. Die anderen Vereine haben sehr stark nachgelegt, personell. Aber wir wollen natürlich versuchen, sehr früh wieder den Klassenerhalt zu realisieren. Und ja, wenn es am Ende wieder der 8. oder vielleicht ein besserer Platz rausspringt, umso schöner. Aber Ziel ist, ist der Klassenerhalt. Jetzt steht an diesem Wochenende das Pokalspiel gegen Rater SV an. Von den Neuzugängen ist, soweit ich gehört habe, nur Papas fit. Wie schätzen Sie Ihren ersten Spielgegner ein? Rater SV ist schon eine Mannschaft mit sehr vielen erfahrenen Spielern. Zuletzt glaube ich nur einer aus der dritten Liga dazugestoßen. Also von daher ein ganz, ganz guter Test, kurz vor dem Saisonstart. Wir werden die Sache sehr ernsthaft angehen. In der Vergangenheit haben wir immer mal wieder auch die zweite Garnitur spielen lassen, aber wir wollen gucken, wie weit wir kommen im Pokal. Wird nicht einfach am Sonntag. Auch für Rater SV nicht, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir eine gute Leistung abliefern werden. Jetzt gibt es in dieser Saison wieder das Lokalderby in Krefelder Fußball zwischen dem VfR Vicheln und dem KFC Uerdingen. Freuen Sie sich schon auf die Begegnung mit den Uerdingern? Ja klar, das ist natürlich ein Riesenhighlight. Wir sind relativ früh in der Saison, treffen wir aufeinander. Uerdingen hat sich enorm verstärkt, ganz klarer Aufstiegsfavorit. Wenn wir einen guten Start hinlegen, hoffe ich auf eine Kulisse, die ja schon lange nicht mehr in der Grotenburg war, dass vielleicht viele Krefelder mal wieder ein Krefelder Derby sich anschauen wollen, wo es auch richtig zur Sache geht. Sie haben Uerdingen als Favoriten um den Aufstieg gerade erwähnt. Hiesfeld, einer der anderen Favoriten, ist momentan in einer wirtschaftlichen Krise. Haben Sie davon was mitbekommen? Wie schätzen Sie generell auch die Liga ein? Die Liga ist stärker geworden. Wir haben mit Bocholt, mit Wuppertaler SV, mit Uerdingen haben wir 3 Top-Favoriten auf den Aufstieg. Wir haben die Zweiermannschaften Oberhausen und Rot-Weiß Oberhausen und jetzt bin ich raus. Ja, ist egal. Also wir haben die Zweiermannschaften, die noch dazukommen. Alle anderen Mannschaften haben sich punktuell sehr gut verstärkt. Wird eine verdammt schwere Saison. Ja, man muss sehr viel tun, um den Klassenerhalt dann auch zu realisieren. Jan Hiesfeld habe ich auch nur aus der Zeitung erfahren. Nicht meine Baustelle. Es ist immer da, wo man finanziell solche Etats hat wie die Wettbewerber. Da kann es aber zu Problemen kommen. Wie gesagt, eine andere Baustelle, nicht meine. Jetzt geht's gleich zur Best-Season-Party, wo Freunde und Gönner des VfR Vicheln mit der Mannschaft zusammen feiern. Die wichtigste Frage natürlich vor der Feier, bevor es gefeiert wird, wo steht der VfR Vicheln am Ende der Saison? Wo wir stehen werden, ist eine ganz schwierige Frage. Ganz sicher wollen wir in der Oberliga bleiben, wir wollen uns dort etablieren. Wie gesagt, wenn es am Ende ein Platz 8 wird, wie letzte Saison, oder ein besserer, oder vielleicht Platz 9, können wir mit allen leben. Wir wollen aber in der Oberliga bleiben und da wollen wir einiges tun.